Wenn der Hauseigentümerverband zu seiner jährlichen Delegiertenversammlung einlädt, dann trifft sich jedes Mal eine illustre Gästeschar. Und auch dieses Jahr war wieder jemand von ganz oben aus Bern dabei, nämlich der Bundesrat Guy Parmelin. Zur Delegiertenversammlung im Seeparksaal Arbon sind sie aus dem ganzen Land angereist. Nebst den 400 Delegierten und rund 80 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik kam auch Besuch von ganz oben. Mit Spannung erwartet traf er ein, der Bundesrat und Chef des VBS, Guy Parmelin. Diese besondere Ehre weiß auch Hans-Georg Mühr, der Direktor des HFV Schweiz, zu schätzen. Ja. Sie kennen Frau Zimmermann. Ja, wer kennt Sie nicht? Die Eröffnungsrede hielt Hans Egloff. Der Präsident des HFV Schweiz blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und gibt sich kämpferisch. Also das Hauptthema der Eigenmietwert bereits seit Jahren. Jetzt tut sich das noch akzentuieren. Darum haben wir heute an der Delegiertenversammlung auch einstimmig eine Petition verabschiedet, wo wir jetzt den Politiker in Bern wollen, ein bisschen Feuer unter dem Füdli machen, damit endlich etwas geht und die Ungerechtigkeit abgeschafft wird. Zuerst möchte ich Ihnen herzlich für die Einladung in den Kanton Thurgau danken. Der Bundesrat verwies in seiner Rede das Haus der Schweiz auf Werte wie Integrität, Souveränität und Freiheit. Man solle für Sicherheit sorgen, dabei aber auch gastfreundlich bleiben. Es sind viele Herausforderungen, zum Beispiel Sicherheit, Terrorismus und noch viele andere Sachen. Noch seit heute Morgen Brexit. Was wird passieren? Das sind solche Herausforderungen, die man mit denen muss man sich beschäftigen. Der Direktor des HFV Schweiz, Ansgar Gmür, ist zuversichtlich, dass die Stoßrichtung der politischen Agenda des HFV Gehör findet. Also wir haben dank unserem Präsidenten sehr grossen Erfolg gehabt, politisch in Bern oben. Das ist neu. Wir haben fast in der letzten Session alles gewonnen. Das ist ganz neu. Wir haben eine grosse parlamentarische Gruppe in Bern oben, die grösste inzwischen von allen Verbänden. Also das macht natürlich einem stolz, insofern, dass man etwas erreichen kann jetzt, oder? Aber nicht nur der politische Lobbyismus ist wichtig. Auch die Zusammenarbeit der einzelnen Sektionen des HFV greifen ineinander. Weil wenn es nicht zusammen spielen würde, dann hätten wir Probleme. Und das muss ich sagen, wir haben einen guten Präsidenten. Dafür sage ich auch mein Präsident. Und das ist natürlich super, wenn man so zusammenarbeiten kann, mit der gleichen Ausrichtung und eben auch auf freundschaftlicher Basis. Dass ein Bundesrat an der Delegiertenversammlung anwesend ist, zeigt die Wichtigkeit des HFV mit seinen über 330.000 Mitgliedern. Diese heben mit ihren Anliegen hoffentlich ebenfalls zu Höhenflügen ab.